Guten Morgen, Leute. Ganz wieder Samstag und das heißt, der letzte Vlog ist raus. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Der Vlog zuvor kam erst am Samstag raus, weil ich halt am Freitag keine Zeit hatte. Gut, heute am Samstag habe ich Spätschicht. Heißt von 9.15 Uhr bis 18.15 Uhr und dann ist Wochenende. Diesmal auch endlich mal ein verlängertes Wochenende. Am Montag ist ja frei. Also von daher ist das optimal. Das heißt, theoretisch habe ich ein normales Wochenende. Wie als hätte ich Samstag und Sonntag halt frei. Ja. Dann nächste Woche habe ich auch noch ein Bewerbungsgespräch. Also besser gesagt, diese Woche, wo ihr gerade drin seid. Sprich dann am Donnerstag dieser Woche, wo dieser Clip hier entsteht. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob das klappt oder eben nicht. Ich hoffe schon, es wäre schön. Ich sage jetzt auch nicht wo, weil man weiß ja nicht, ob es klappt und dann muss man wieder sagen, es hat doch nicht geklappt. Aber von daher, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Mahlzeit, Leute. Ich habe jetzt endlich Feierabend. Es ist 18.22 Uhr und ich würde mal sagen, wir sehen uns Montag. Mahlzeit, Leute. Wir haben es Dienstag. Am Montag war er frei. Und heute Morgen bin ich mit dem Auto gefahren und mit dem Kumpel. Und jetzt geht's ab nach Hause. Guten Morgen, Leute. Wir haben es mittlerweile Mittwoch. Ja, es ist schön sonnig. Und ja, ich habe wieder Frühschicht. Ja. Und morgen habe ich frei. Mal schauen, was ich morgen so mache. Vielleicht nehme ich ja was auf, ich weiß es noch nicht, je nachdem, ob was Spannendes passiert. Ja, ich sag dann mal bis später. Aber komm. Machen wir erstmal eine Wolke. Wisst ihr Bescheid? Bis später. Mahlzeit, Leute. Ich habe jetzt Feierabend. Und morgen habe ich frei. Also von daher wird es morgen ein nicer Tag. Aber wirklich nice. Okay, heute arbeitstechnisch nichts Großes. Ich habe den ganzen Tag eine kleine Palette bearbeitet, wo ich gestern schon angefangen habe. Aber das Problem war, man kam zu nichts. Jedes Mal haben die Kassiererin gebimmelt und wenn die gebimmelt haben, musste man halt immer wieder nach vorne. Das war halt ätzend. Aber sonst war der Tag eigentlich ganz okay.